Hallo Freunde der Sonne, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin beim Place to Be Award. Hier sind die Reichen und Schönen und der Aaron. Aber es ist der Place to Be und deswegen muss ich hier sein. Und ich werde mich heute nach oben tauschen. Ich habe eine Goldmünze in der Tasche oder eine goldene Medaille. Und mal gucken, was ich nachher haben werde. Vielleicht gibt mir die Bella 100 Euro. Schauen wir mal. So lässt es sich drehen. Hier für mich, da direkt der Hinweis, wo der Stefan steht, weil der Timo, der hat eine Arbeitsamtmaßnahme, Bewerbung üben und deswegen ist der Stefan heute bei. Und hier steht nachher der Marvin, das wird super toll. Und ich weiß nicht, was Begleitung TV ist. Aber geil, Escort-Mädels sind auch da. Das ist mein Nachbar heute, Marvin, den kennt man, na? Na, alles gut? Das geht nicht gut, wenn wir hier stehen. Doch, ich werde ein super Video haben. Ich will mich heute hochtauschen, ja? Guck mal, ich fange damit an. Oh, warte. Was gibst denn du für die Münze? Hast du irgendwas Geiles in der Tasche? Mein iPhone gebe ich dir nicht. Nee, was für ein iPhone hast du? 7. Wer nimmt ein 7er, ganz ehrlich, das ist das Ding mehr. Ich habe nichts Wertvolleres, ich habe nur ein Kaugummi. Ich weiß nicht, wer das ist. Google doch mal. Wer, ach, das ist Magic Fox? Ja, der Linke. Ah, okay, vielen Dank. Magic Fox ist auch eher so ein Pornoname, oder? Hallo! Du hast jetzt keine Taschen, ich will mich heute hochtauschen. Ah ja. Die meisten im Business wollen sich hochschlafen, ich will mich hochtauschen. Ja. Kannst du mir dagegen irgendwas tauschen? Deine Kette ist hübsch. Nee. Doch, ich gebe dir ein Armband. Geil! So, hallo, seid ihr Begleit-TV? Ja, ja, das sind wir. Wow. Wo sind denn die Escort-Mädels? Was? Was machst du hier? Ich bin heute für den Place to Be Award hier. Nominiert, oder? Ja, in der Kategorie Fashion. Ah, sieht man. So, ich tausche mich heute hoch. Ich habe hier schon so ein Kettchen. Was tauschst du mir gegen das Kettchen? Das ist für meine Kontaktlinsen. Und das andere? Das ist ein Blistex. Brauchst du den? Willst du den haben? Gib mir den on top, den tausche ich den mit. Dann kann ich sagen, man kann deinen Herpes kriegen, ist voll geil. Ich hab keinen Herpes. Bam, badam, bam. Ba, 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 bam. Ba, 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 bam. Ba, 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 bam. Na, wer ist bam, bam. Darth Vader. Nee. Achso. Ist zu... Oh. Was könnt ihr mir tauschen? Macht mal die Taschen auf. Oh, das ist gut. Oh, ja, ja. Aber gut, okay, wir tauschen. Gut. Das ist gut, das ist Desinfektion, oder? Ja. Okay, was, ja. Und will jemand die Kette haben? Du? Ja, nee, dafür musst du mir das geben. Ein Zehner. Oder deine Anti-Bibi-Pille, dann seid ihr demnächst beides Tanten. Ah, okay. Weißt du, was jetzt das Tolle ist? Hallo Marvin. Hi. Alles wieder gut. Es gibt eine Erfindung, die heißt BH. Ich glaube, wenn du einen Papierflieger hast, würdest du von ihr treffen. Darf ich jetzt nicht. Na, drunter. Halt einfach auch mal die Klappe. Gut, ciao. Hier sind die Reichen und Schönen. Was machst du hier? Ich möchte nicht mit dir reden. Guck mal, dann machen wir etwas Nettes. Ich tausche mich heute reich. Ich hatte schon eine Medaille und will jetzt das bei dir tauschen. Was kannst du mir geben? Ich kann dir eine Haarsträhne geben. Aber das nee, Läuse möchte keiner. Vielen Dank. Okay. Danke auch. Schon vom Zuhören finde ich Marvin sein Interview langweilig. Promi Flash macht auch die längsten, aber die langweiligsten Interviews. Wahrscheinlich schon seit 30 Minuten. Madeleine, hallo, komm doch bitte einmal her, hey, na meine Liebe, freust du dich, unser erstes Interview? Ja, wie wird es denn heißen? Das verraten wir noch nicht. Man muss aber sagen, du bist echt dick geworden. Ja, ich weiß, aber nur am Bauch. Guck mal, ich tausche mich heute hoch, was kannst du mir dafür geben? Ich habe eine Kette und ein Blistix. Was hast du in deiner Handtasche so drin? Ich habe so wenig drin. Ja, wir können ja mal gucken. Hast du was im Portemonnaie? Ich guck mal, ob ich irgendwas drin habe. Aber ich glaube auch nicht. Komm, das... Oh. Alte. Ja, das nehme ich schon mal. Dafür kriegst du hier den Herpes von irgendeiner. Dankeschön. Ich habe eine alte Fahrkarte. Die kann man steuerlich absetzen. Sind 2,80, die man absetzen kann. Ja. Julia, hier. Julia, einmal zu mir. Hier sind nur die... Hab ich dich vermisst. Ja, hier sind die Reichen und Schönen heute. Und ich. Ja, nee, wenn ich dich ansehe, du musst nur reich sein, oder? Oh. Ich tausche mich heute. Was kannst du mir geben? Was kann ich denn tauschen? Hör mal deine Jacke. Das Einzige, was da drin ist, ist mein Ausweis und mein Handy. Und das kann ich dir beides leider nicht. Mann, Julia. Es tut mir leid. Und, bist du heute nominiert? Nee. Tschüss. Ich habe mit einer Medaille angefangen, habe jetzt ein Ticket und eine Kette. Was gibst du mir dafür? Oh, hör mal, da hast du mich aber hart getroffen, weil ja. Ich bin heute ohne Gepäck. Ich guck mal rein. Ja. Ey, du hast ja da gar nichts drin. Ja, warte, ich hab was, was ich dir geben kann. Ja, okay, dafür kriegst du... Hallo, krieg ich jetzt nur eine Sache? Fahrkarte, ja, die kannst du steuerlich noch absetzen. Ah, wirklich? Ja. Das ist ja super. Hallo, hallo, hi, na? Was gibt ihr mir dafür?
Mach mal die Taschen leer. Ich hab eine Tischkarte dabei. Ja, zeig mal. Guck mal, da klimpert es doch schon. Ich hab nicht Kaugummis. Boah, Kaugummis. Ja, komm, das tauschen wir schon mal so. Gegen ein OB. Okay, aber. Keine Ahnung, wen du heute noch aufreißt. Hey, ne? Kannst du so ein bisschen pausen? Wie? Hast du da auch gerade gemacht? Ja, das reicht. Ich hab eine Medaille zum Tauschen. Oh ja, die ist cool. Hast du irgendwas, was du damit tauschen kannst? Ich könnte deinen Overall nehmen. Ja, später aber. Hey, okay, bis später, abgemacht. Nein. Hier sind die Reichen und Schönen. Du bist wunderschön, bei dir weiß ich, du bist gar nichts. Ich tausche mich heute hoch. Schnell Thema wechseln. Ich habe schon das gekriegt. Ich habe einmal das Infektion gekriegt und eine Goldmünze. Was habt ihr für mich zum Tauschen? Ich habe gerade gar nichts hier außer mein Handy. iPhone X? Nein. Nee, dann tausche ich auch nicht, dann tausche ich auch nicht. Was willst du denn haben für diese... 50. Ich weiß nicht, was ich da habe. Ja, geh mal schnell holen. Ist es sein Geld wirklich oder in echt deins? Ja, das wissen wir ja, oder? Das sind 20 Euro, Moritz. Moritz, gib mir die 20 Euro. Dafür kannst du dir eine Sache aussuchen. Ist das Gleitgel? Nee. Braucht ihr das öfter? Aber weißt du was, du brauchst, glaube ich, mehr. Also, danke. Kannst du einfach Spende annehmen. Du kriegst eine Medaille als bester Moritz der Welt. Oh, komm, mach dir die auch bitte um. So nee, ummachen. Das kannst du nicht machen. Doch, das ist der offizielle Aaron Award. Glückwunsch. Dankeschön. Der Abend hat sich jetzt schon nicht gelohnt. Ja, 20 Euro weg, ein Jahr YouTube-Einnahmen. So, komm, geh mal weiter, jetzt kommen Promis. Ey, hi, na? Hi, na? Ich tausche mich heute reich. Was ich schon hab, ist schon das beides. Ich tausche dieses Handgel gegen 20 Euro. Danke, Bella. Guter Tausch, glaubst oder? Du, ja, glaubst du eigentlich, dass du heute endlich mal einen Preis gewinnst? Ich weiß es nicht. Ich werde mich du hast nicht noch nie gewonnen, oder? Nein, ich werde immer nur nominiert. Du bist so wie Bayer Leverkusen. Ich bin so wie Leonardo DiCaprio. Nee, der hat schon gewonnen. Aber guck mal, weil du die beste Bella der Welt bist, habe ich was für dich. Hey, Aaron-Preis hast du gewonnen als beste Influencerin. Dankeschön. Bitte den ganzen Abend umlassen, ja? Ja, selbstverständlich. Ich finde, das passt auch sehr gut. Wenn ich komme gleich hoch, wenn du das Ding nicht umhast, dann gibt es einen feuchten Fuzzi. Ihr könnt übrigens mal kommentieren, ob ich mit Anzug gut aussehe, Hashtag hot oder... Hashtag not. Hallo Vater. Na, alles gut? Ja, bei dir? Ja, ich kann nicht klagen. Ich will mich heute reich tauschen. Was gibst du mir dafür? Ich habe nichts zum Tauschen. Bist du heute nominiert? Nee, bin ich nicht. Ja. Hast du nichts zum Tauschen bei? Ich habe ganz tollen Gutschein für meine Managerin heute. Zeig doch mal. Nee, das darfst du nicht sehen. Achso, nee, das will ich auch nicht sehen. Siehst du? Ja. Sag ich doch. Dein Koks möchte ich nicht haben. Vielen Dank, Vater. Hallo. Aaron, freut Elena, mich. Elena, freut mich. Ich tausche mich heute reich. Okay. Ich habe ein Armband schon gekriegt. Okay. Was tauschst du dagegen? Hast du irgendwas Cooles? Das hat mir mein Freund geschenkt. Und ja, und? Das ist, graviert. Und das ja, und könnte ich will das, ich will den Ertrag an Waisenkinder spenden. Aber der Ertrag... Sind dir die Waisenkinder egal? Nein. Waisenkinder. Nein, aber weißt du was? Wenn er das sieht, dass ich das jetzt austausche, dann macht er mit mir Schluss. Und das kann ich nicht verantworten. Stimmt, ich glaube, da hat man recht. Du solltest den festhalten, den du hast. Victoria, ein kurzes Interview. Ja, früher war sie real. Im Disneyland letzte Woche saß sie noch neben mir am Tisch. Aber wenn Mickey nicht da ist, kennt sie mich nicht mehr. Hallo, dass ich dich endlich in meinem Kanal habe. Weil du eine meiner Lieblings-Instagramerin bist, kriegst du einen offiziellen Herr Aaron-Preis. Willst du eine Dankesrede machen, weil du gewonnen hast? Ja, wir haben uns zwar davor noch nie in unserem Leben gesehen, aber heute wird der schönste Tag in meinem Leben sein, weil ich so einen schönen Preis von dir bekomme. Bist du aktuell vergeben? Nein, ich bin nicht vergeben. Wollen wir uns ab jetzt 10 Tage sehen? Ich glaube, das wird schwierig mit Warum? Meinem Terminkalender. Ich bin auch reich, ich kann überall hinfliegen. Ach so, dann hast du gar keinen eigenen Job, sondern lebst bei mir mit. Genau. Okay, aber das weiß ich noch nicht, ob ich sowas... Ich bin dafür witzig. Das ist und habe einen riesengroßen Hund. Hund. Sehr schön. Mit dem hat man eine Menge Spaß. Wenn dein Herz noch größer ist als dein Hund, dann ist es okay. Super, vielen, vielen Dank. Darf ich dir die Feedback nehmen? Ich habe nur noch eine. Wenn du mir Ricardo gleich auch noch wegschnappst, dann zieh ich dir eine rein. Ich nehme nur Promis. Da hinten kommt übrigens gleich Silvi Mais. Über die mache ich keinen Witz, weil das kann teuer werden. Ich rede aus Erfahrung. Sehr, sehr teuer. Frage 1. Ich will mich heute hochtauschen. Was tauschst du dagegen? Gegen das hier? Habe ich von den Dams. Für einen guten Zweck. Für welchen guten Zweck denn? Das hast du mir doch gar nicht gesagt. Doch. Oh, ein Nagellack. Ja, das tauschen wir. Weil du die Hübscheste der Welt bist für mich. Ach komm. Nach Miss Bella und Pamela. Und jetzt eine Dankesrede bitte einmal. Danke, lieber Aaron, dass du mir jetzt das Ding da um den Hals genau. gegeben Deine Videos hast. Sind sehr witzig. Deine Videos habe ich ganz... Besonders die Venus-Videos. Die Auszeichnung ist gerade gefallen. Besonders die Venus-Videos, dann sind wir durch. Welche Videos? Okay, so. Oh, ja, tschüss. Wer sind das? Kaiser von New York. Achso, ja, Kaiser von New York.
Ricardo, hey! Hey! Na, alles gut, mein Lieber? Alles gut, ich habe gehört, dein Hallo. Spitzname ist Ricky. Ja. Darf ich dich so nennen? Wenn du möchtest. Tust du mir einen Gefallen, darf ich dich nicht so nennen? Wie ist dein Spitzname? Sheriff. Sheriff? Und wer nennt dich so? Alle. Marvin, wie heiß ich? Sheriff. Ich habe jetzt keinen Bock noch auf Marvin Magnificent zu warten. Ihr heißt gleich, ihr seht gleich aus. Können wir schon ein Interview faken? Ja, komm. Womit machst du dein Contouring? Mit so einem Stift. Danke, Marvin. Vielen Dank. Hallo! Wie geht's dir? Gut. Ich will einfach, nee, du bist voller Schminke, dann ist mein Anzug voll Schminke. Nein, das juckt, niemand kommt. Und wie, Leute? Ich muss dir ins Gesicht gucken. Du, ich will mich heute hochtauschen. Ich habe von Stefanie Giesinger das gekriegt. Mhm. Hast du irgendwas zum Tauschen dabei? Überhaupt gar nichts. Alles, was ich dabei habe, sind diese Kreolen. Die nehme ich. Nein. Du, das ist ein Stefanie Giesinger Nagellack. Die müssen drin bleiben. Dann habe ich hier Pads und ein Höschen. Und mehr habe ich heute nicht an. Zoom mal nicht so bitte nah so ran an mein Gesicht. Ja, okay, danke schön. High five. Guck mal, Aaron, ich schwöre, wenn du mich hängen lässt, das macht man nicht. Das macht man nicht. Sehr gut, danke schön. Manu, sonst will kein Interview machen. Komm her, sonst wird's peinlich. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Nee. Hi, na? Hi. Habt ihr schon mal kennengelernt? Ja, ich sehe ihn immer in deiner Story. Ja, ist auch wichtig, ein wichtiger Mensch. Okay, ich tausche mich heute hoch und reich, ja? Ich habe von Stefanie Giesinger einen Nagellack gekriegt. Was tauschst du gegen? Mach mal Portemonnaie auf. Vielleicht habe ich irgendwo einen Popel in meiner Nase. Na, zeig doch mal, helf mir doch mal. Ich helf dir. Willst du mein Perso haben? Ich tausche den gegen 50 Euro, Anu. Danke. Der ist eh falsch. Ich habe jetzt 50 Aber Euro. Nein, tschüss. Du kannst hier Pfefferminz haben. Nein, ich behalte die 50. Betty, komm mal mit einmal her. Mit dir müssen wir jetzt. Ich schütte wieder alle ab. Hallo, Anu. Du wolltest gerade nicht mit mir reden und bist lieber zu den ProSieben-Heini gegangen. Ey. Ich dachte, wir sind Friends. Ich hoffe doch immer noch, dass ich meine eigene Sendung bekomme. Sendung kriegen nur gute Moderatoren, da bist du ganz weit weg. Ja, meine eigene habe ich ja selber gesagt, ich will nicht mehr. Was ist denn eigentlich schon wieder mit deinen Augen los? Du hast wieder diese Kontaktlinsen drin, die ich dir verbiete. Ich immer noch. Hast du dich immer noch nicht daran gemacht? Ich sehe übrigens gerade von der Farbe her und vom Bild keinen Unterschied. Kannst du das mal kurz filmen, Stefan? Wo ist Betty? Ich weiß es nicht. Kein Geld bei? Fuck, ich habe mein Geld vergessen. Was ist dein Geld? Ich habe mein Geld vergessen. Oh, du bist doch die, die man hier ansprechen muss für Koks, oder? Aaron, warum bist du so frech zu mir? Weil du gerade lieber zu ProSieben gegangen bist. Normalerweise hätte ich dir den Preis als beste Betty gegeben, aber hast du verkackt, weil du zu ProSieben gegangen bist. Hallo? Und Roman heißt das auch. Ach Mann, ey, nicht schon wieder hier. Hey, oh, ist Spaß. Hallo? Ihr seid so witzig. So, also Heiko, hör mir mal zu. Der ist Heiko. Ich will mich heute hochtauschen. Guck mal, ich fange so mit so einer Kette an. Was gibt ihr mir dafür? Mario. Mario. Hast du irgendwas zum Eintauschen? Ja, oder Mario, hast du Geld? Mario hat doch Geld. Ja, zeig mal Mario, wie viel Geld hast du denn? Warum sieht euer Manager besser gekleidet aus als ihr? Hä? Ah, guck mal Mario, 20 Euro. Mario, gib. Ja, guck mal, damit kriegst du die Kette, Mario. Und die ist ja sehr geil. Ja, komm mal einmal zu Sammy, nur kurze Frage. Du bist der Letzte am roten Teppich und man sagt, das Beste kommt immer zum Schluss. Der ist schwarz. Ja, du kannst farmen, hey. Ich hab mehr Klicks als du, also sei nicht so frech. Lass mich gerne ab. Da ist doch, nee, das ist mein das ist ein Schlüssel. Sammy, ey, da habe ich ja ein bisschen Mitleid. Ja, komm hier, nimm du mit. Nein, scheiße. Mit euch will keiner ein Interview. Halt die Schlauze. Komm, wir machen jetzt eine knackige Abmoderation. Was kann ich gegen mein Doppelkinn machen? Fettabsorgspritze. Fettwegspritze, kann sorry. Man nicht irgendwie so? Das weiß ich nicht. Ich habe auch das Problem mit dem Doppelkinn. Deswegen wir machen jetzt auch mal einen neuen Trend, so Fotos. Finde ich gut. Das war's vom Place to Be. Bist du nominiert? Nein, ich überreiche einen Preis. Ich hast du eine Laudatio? Yes. Wenn du in der Laudatio Amanakui sagst, bist du meine Heldin. Wallah, ich kann nicht. Also, das war's vom Place to Be Award. Gib dem Video einen Daumen nach oben. Schönen Tag noch. Hallo. Da jeder heutzutage einen Podcast hat, dachten sich die YouTube-Witzbolde Aaron Troschke und Siebes, das können wir auch. Also, ihr Gauner, viel Spaß mit Hauptsache Podcast. Mach mit, Marvin. Na, oder? Kennst du noch Broses? Ja, klar. Do you? Love me? Die Dom ist wieder da. Da muss man, was macht man, wenn man sich freut? Jubeln. Anstoßen. Salute. Nein, den trinke ich aber nicht. Wieso?